Und damit willkommen zum Hunger Games Event hier bei uns, Two and a Half Pro, mit ganz vielen anderen YouTubern hier. Wir haben da jetzt eine schöne Map mal aufgebaut, in der sie sich jetzt gleich mal kloppen werden. Die werden jetzt gleich mal alle. Sorry, das muss jetzt einfach sein. Sich vorzustellen. Ich werde jetzt erstmal. Das fängt schon gut an. Ja, ich werde jetzt erstmal erklären, wie das ablaufen wird. Also es ist Minecraft Vanilla, das heißt keinerlei Mods, Plugins. Ihr dürft die Landschaft verändern, wie ihr wollt. Es wird gerade dunkel. Das haben wir gleich. Ihr könnt Werkzeuge craften. Eigentlich könnt ihr machen, was ihr wollt, so gesehen. Wichtig ist nur, dass am Ende nur noch einer steht. Ihr könnt teamen von mir aus, ihr müsst halt wieder bedenken, am Ende muss einer noch stehen, also darf nur einer stehen. Das heißt, irgendwann ihr euren Teampartner verraten müssen. Ja, geil. Ja, geil. Dann werde ich Zweiter. Gut, gibt's sonst noch was zu sagen? Ich gebe euch nur den Tipp, es gibt Fallen auf der Map, passt auf. Wenn ihr genau hinguckt, seht ihr sie, ansonsten seid ihr halt tot. Kann ich euch auch nicht helfen. Wenn ihr euch bei der Erde runterbaut, könnte es sein, dass da ein Hohlraum ist. Das ist einfach entstanden genau wie in einem Kopf. Durch das Programm, das wir halt für den Mapbau hier verwendet haben. Ich gebe euch einen Rat, buddelt euch einfach nicht blind ohne Werkzeuge nach unten. Es könnte sein, dass ihr in der Grube festhängt dann und aus der ihr halt nicht mehr rauskommt. Ansonsten gibt's glaube ich nichts weiter zu sagen. Ich und der Andi, wir werden jetzt die Rolle des Spielleiters übernehmen. Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit. Entschuldigung, ja. Ich habe eine Frage. Ja, Frage, sprich! Darf ich denn jetzt schon in meinen eigenen Channel gehen? Also darf ich Tribut 1 sein? Ihr ich soll, da ziemlich großen Wert drauf. Ihr könnt euch jetzt eigentlich erstmal nochmal vorstellen, einer nach dem anderen. Also ihr könnt jetzt von mir aus ausmachen, wer anfangen Ich und will. Heyman gehen in Tribut 7, wir sind die Outsider. Ja, das ist die Glückszahl. Wollt ihr vielleicht mal euren Channel vorstellen oder so? Ja, also mein Channel ist Tribut 7, da gehen dann ich und der Ich glaube, er meinte was anderes. Ich weiß, also. Und der Idiot gehört zu uns. Ja, gut. Lutschi 5 Euro. Gehört euch gar nicht zu euch. Nein, also ja genau, ich gehöre zu denen, die das Ganze hier mit organisiert haben, zu Two and a Half Pro. Ich bin der Einzige von denen, der mitspielt. Nein, ich bin der Einzige, der hier mitspielt, weil die anderen alle Game Master wollen. Ich wäre zu OP, das wäre. Du hast einfach nur Minecraft. Und deswegen, naja, ich mach dann jetzt hier ein bisschen Spaß und Freude mit uns allen und wahrscheinlich sterbe ich sehr früh, aber es ist mir egal. Und ja, also unser Channel hat das organisiert, wir sind cool, wir sind Two and a Half Pro, weil der Colin einfach nur kein ganzer Pro ist. Ja, ich würde sagen, ich gehe hier einfach rum und guck die an, die reden sollen. Genau, ich bin die Tesiria von Lost in Games, hier in Minecraft Drewswin. Und ich habe mit den Jungs schon ein bisschen Projekte gemacht. Ja. Vielleicht kennt ihr mich schon. Ja. Ja. So Left 4 Dead und Minecraft und so. War ganz schön, ja. Ja, genau, Tessie. So schreibt man es nicht. Ich weiß. Ich wollte es jetzt eigentlich richtig reinschreiben, aber meine Tastatur streckt. Ja, aber okay. Ihr seid toll, ihr wisst das schon. Also insofern. Ja. Ich freue mich darauf, mit dabei zu sein, aber ich glaube, ich werde es nicht lange machen. Ah. Schauen wird wir schon. Mal. Wird schon. Ja. Okay. Gut, Lisa. Dann der Nächste. Wen haben wir denn da? Hallo. Ich bin Alan Dunn. Ich kenne hier gar keinen. Ich bin total fremd hier in einem Loch gelandet. Und ich wollte heute mal ganz kurz zeigen, dass man, auch wenn man nie Minecraft gespielt hat, jeden anderen hier einfach ausnehmen kann, indem man lebenlang Pokémon gezockt hat. Ganz einfach. Ganz einfach. Ehrlich, ist so. Hau ab. Ja, hallo. Ja, ich bin der X-Manta von dem Kanal X-Manta. Wow. Und ich bin Batman! Und ja, ich mach so Videos halt, ne? Verstehe ich nicht. Sieht mich aus, okay, dann halt nicht. Alter, was macht Skulker da? Egal. Oh. Es klingt wie so dann, schlecht. Dann, Alter, dann. Was macht Skulker da? Oder spielt der Kontrabass in der Ecke, oder? Ich bin der Marki Marki von Marki Marki. Ich bin in-game, mein In-game-Name ist Gogara. Ja, klingt komisch, ist aber so. Und ja, ich hoffe, ich sterbe mal nicht in den ersten 5 Minuten oder so. Lüg doch nicht so dreist! Du hoffst, das dass ich, hoffe ich doch auch. Ich am Anfang sterbe, du hast mein Gefühl verletzt. Das hoffen wir alle, ja. So, dann zum nächsten gleich. Geil. Wer möchte irgendwas als Mikro in die Hand nehmen, Stock oder so, tut's auch. Ich halte dir einen Kuchen ins Gesicht.
Dankeschön. Ich bin der 70 Plays von 70 Plays. Und ich wäre gern mit 8, Scheiße, weil ich gelaufen. Ein Bauer bin. Aber wir haben nur 7. Okay. Denk dir einfach die 8. Also eigentlich sollte, wenn jemand schon 70 Plays heißt, auch in Tribut 7 sein, oder? Ja, aber nein, hat hier überhaupt jemand den Film geschaut? Jetzt mal ehrlich. Ja. Nein, ich hab das Buch geguckt. Die Bauern. Aber... Hab ich geguckt in dem Buch? Bilderbuch, Alter, was los? Ich bin die Hauptdarstellerin. Ja. Der fühlt sich auch cool in seiner Goldrüstung mit seinem Skelettkopf. Ich habe gerade verstanden, du. Ich bin die Hauptdarstellerin. Wie weit sind wir denn jetzt schon? Können wir jetzt hier anfangen? Nee, ja. Einer fehlt noch. Einer schielt hier noch ein bisschen. Was los? Also ich bin vom Kanal Gamemates. Ja. Ich hab davon gehört. Naja, auf jeden Fall weiß ich mal, ob das hier hochgeladen wird, denn nicht. Seid ihr gemein. Das fand ich auch. Verdammt. Du hast es gefälligst denn ich glaube, niemand will sehen, was du tust. Ich spiele gerade mit 10 FPS, obwohl ich war genug Gramm im Zuge. Du spielst gerade mit 10 Dingern. Schlimm. Will eh keiner okay. Auf 4 Chunks. Ey, du bist echt. Soll ich dir mal was sagen? Du bist echt. Du musst doch mal ein bisschen Euphorie dabei haben. Guck mal, du bist dabei. Andere wollten mitmachen, die sind nicht dabei. Freut euch alle, hört in den Kreis, Leute. Los. Ja, genau. Yeah. Ja, du, genau du, der jetzt zuguckt. Oh. Okay. Jetzt reicht's aber. Gut, dann wären wir hier durch. Ihr könnt bevor es aber losgeht, will ich in die Channels, ja? Ihr geht jetzt in eure Channels. Wir geben dann einen Countdown über den Spielchat. Lest einfach einen Spielchat. Wir werden darüber mit euch kommunizieren. Ansonsten, wenn ihr besiegt werdet, werden wir euch kurz mal... Erst hat sich schon verpisst. Werden wir euch noch mal kurz zu uns ziehen, um halt mal darüber zu reden, wie es euch gefallen hat und so. Also wir wollen nur mal ein bisschen Feedback hören. Ansonsten, war richtig scheiße. Ich find's jetzt schon kacke. Ansonsten viel Spaß, teilt euch auf und ich würde sagen, fröhliche Hungerspiele. User left your channel. Ey, diesen mein Channel. Wir haben jetzt 10 Minuten Ruhe. So, jetzt sind wir alleine, beziehungsweise jetzt ist gleich wieder der Ex-Manter dazugekommen. Ja, das war jetzt einmal eine krasse Ansprache, muss ich sagen. Und ich habe die ganze Zeit hin und her geswitcht, weil ich gerade gedacht habe, ich hätte meine Aufnahme nicht richtig gestartet. Oh, jetzt kann ich auch Vollbit machen. Ich muss ich auch, das war jetzt so schräg einfach. Alter, wir haben ja einen verrückten Haufen da erwischt, muss ich sagen. Aber ich freue mich echt, dass wir jetzt endlich mal loslegen. Ja, das ist ein bisschen nervig, wenn man keine zwei Bildschirme hat. Das, jetzt muss ich das alles zusammenschneiden. Na egal. Ich werde das nächste Mal auch meinen zweiten Bildschirm dazu hauen. Jetzt frage ich mich gerade, auf was warten die anderen eigentlich? Ich habe echt keine Ahnung, aber die machen ja dann einen Countdown und so. Und wir machen Team, wer es noch nicht bemerkt hat. Geht das hier hoch oder muss man kann das hier wegschlagen? Wegbauen. Sehr professionell. Macht was ihr wollt, ja, es geht noch nicht. Ich kann auch nichts abbauen. Ei, so schaut's aus. Ja, die hat. Ja. Das ist natürlich sehr professionell. Ich lauch's? Ja, ich glaube, er macht's jetzt gut. Ich versuche hier einfach nur die ganze Zeit. Hashtag Pro. Moment. Abzubauen. Nein. Ja, Pro, wirklich. Ja, wie schon gesagt, ich hoffe, dass ich länger als 5 Minuten überlebe jetzt. Moment, nein. Ich baue jetzt einfach immer nebenbei ab, weil dann kann ich... Moment, was wäre das Sinnvollste? Lass mal eine Taktik überlegen. Warte, ich baue jetzt da so einen Erdklumpen ab und dann baue ich den einfach drauf, weil dann hüpfe ich schneller. Obwohl, keine... Das stimmt. wir sind sowieso ein Team. Aber ich habe mich gerade vorher schon, ich habe kurz über die Anhöhe da geschaut. Da war, waren so Vulkane. Und ich würde sagen, da gehen wir nicht hin. Ich würde sagen, wir gehen direkt in den Dschungel oder... Obwohl, nee. Gehen wir da... Schau zu mir her. Schau mir in die Augen, Kleines. Da hinter mir, würde ich sagen, gehen wir da lang. Der Erste, der verhungert, verliert. Ja, wir verhungern in unseren... Ja, ist doch so, ne? Ich hoffe, es gibt viel Essen, weil... Erstmal Essen organisieren und dann bauen wir uns runter, würde ich sagen, damit wir gleich ans Zeug kommen. Ja. Ja. Und ich versuche die ganze Zeit hier schon abzubauen.
Weil, wie gesagt, ich sneak jetzt auch die ganze Zeit, dass ich weniger Hunger verliere. Ich hoffe, das hilft überhaupt. Ja. Bound Protection. Ja, das ist mir nicht vorher schon aufgefallen, als wir auf den Server gejoint sind. Die Ansage war mal unter aller Sau gerade vorher. Das war echt schlimm. Ja, ja. Jeder labert einfach rein. Ich habe ja, also wir haben ja jetzt nicht so viel gesagt, aber. Was? Spawnschutz stimmt, glaube ich. Ich baue einfach nebenbei immer das Zeug hier ab und schaue, ob es geht. Laufen wir am Anfang in die Mitte? Ne, wir haben sowieso. Wir laufen ganz sicher ja, in die Mitte, weil wir haben. Auf jeden Fall. Wenn Spawnschutz ist, dann ist das eigentlich eine ganz gute Idee, weil. Ja, vor allem haben wir ja 10 Minuten. Genau, wir haben 10 Minuten. Nicht Angriffspakt. Ich start dann, glaube ich, einen Timer oder so, damit wir ungefähr checken, wann. Obwohl, die werden es schon sagen. Jetzt kommen die Monster. Das wäre sehr einfach. Nee, ich weiß gar nicht, haben die Monster aktiviert am Anfang? Oh, okay. Ist auf jeden Fall wieder Tag. Jetzt nicht mehr. Ich habe auch die coole Sonnentextur in meinem Texture Pack. Ich, ich muss gerade nochmal schauen. Ja. Also nicht wundern für die, die jetzt gerade zuschauen, wegen Aufnahmen und so. Aber das geht schon. Ich habe schon so viel. Ich werde so viel zusammenschneiden müssen. Brutal. Ich auch. Also brutal. Egal. Ja, wenn es jetzt mal langsam losgehen würde, wäre das schon mal ein Ding. Also ich versuche schon die ganze Zeit hier abzubauen. Ich glaube, auf die Idee. Es funktioniert einfach nicht. Oh. Jetzt? Ja. Ja. Hä? Ja, ich konnte aber nicht, ich konnte das Ding nicht nehmen. Boah, organisier uns gleich Zeug. Ich hab einfach mal alles bekommen. Es ist doch einfach alles erlaubt. Ah, ja, nimm dir alles. Los, verpissen wir uns. Like a Boss. Ich hab alles. Sehr geil, ich hab 10 Äpfel, aber du hast... Wo bist du? Da hinter dir, ich hab doch gesagt, hinter dir, schau hinter dir. Ich seh nichts. Hinter dir. Wo? Immer noch hinter dir, da wo ich gesagt hab, dass wir hinter... Alter, ich stehe wieder hier. Beim Spawn. Hier. Kannst du hier? Nein. Alter, dreh dich um. Dreh. Ach da. Ich denk mir schon so, wo läuft der hin? Ich hab doch gesagt, wir laufen hier lang. Warte, da laufen wir jetzt einfach gleich mal eine Zeit lang. Weil der Colin vorher gemeint hat, wir haben... Und ich hab einfach in einem Bucket und ich hab wow, alles. Wow. Ich hab ein Steinschwert. Wow, pass auf, ja. Da ist gleich mal. Ich hab. Wolfeier. Warte mal, hier kriegst du was zum Schlagen. Ein bisschen was. Sehr geil. Danke. Geil, ja. Super okay, geil. Ja. Alter, lass erstmal weiterlaufen, weil. Hey, dürfen wir da runter? Das weiß ich nicht. Ist das überhaupt Absicht, dass das hier offen ist? Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergesprungen. Ich bin übelst im Wasser. Okay, jemand hat ja, lass gleich zu dem Dorf gehen. Hier ein Hühnchen für Essen, obwohl ich hab ja genug Essen, ich hab ja alles. Hä, ist das so beabsichtigt, dass wir da runterfallen können? Wo? Hier? Wo bist du? Da hinten? Ja, gleich ganz in der Nähe. Alter, hier, wo guckst denn du immer hin? Keine Orientierung, ja, da ist auf jeden Fall ein Schwein. Okay, ich mach schon mal ein Crafting Table hier. Töten wir mal Schwein. Tut mir leid an alle Veganer da draußen. Ja, an alle Veganer, geht euch selbst in... Ach, egal. Ja, mal ein bisschen, was ist das für Holz überhaupt? Das schaut irgendwie komisch aus. Boah, ich bin einfach der Noob, aber wie gesagt, richtig gut, dass wir jetzt einfach alles bekommen haben. Jetzt bist du schon wieder weg. Ach, da bist du. Alter, wo guckst du da hin? Ja, ich würde sagen, wir gehen erst gleich mal zu dem Dorf darüber, weil so ein bisschen Zeug organisieren. Also ich hab... Das ist doch schon mal ein sehr guter Start für uns, muss ich sagen. Also wirklich. Ein sehr guter Start. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt gleich so am Anfang so overpowered sind. Was heißt overpowered? Ja, vor allen Dingen, das war ja auch richtig schlau von mir, die ganze Zeit versuchen, das abzuschlagen. Ja, ich hab das auch gemacht, aber dann hat bei mir... Ich konnte dann den Dreck nicht aufnehmen. Das war irgendwie komisch. Ja, ich hoffe nur, dass das jetzt irgendwie so okay ist, wenn wir hier runterhüpfen, oder? Ja, ich nehme es mal an, weil da oben ist jetzt ganz viel, ja. Ich nehme mal an, die gucken uns auch an, obwohl, nee, die sind ja gerade nicht hier. Also ich nehme mal an, ja. Ist das legal? Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil ich meine, da kannst du einfach runterfallen. Lass mal abchecken, ob da irgendwo was, ne? In Häusern ist. Ja, ist so. Ja, ist so. Ich bin der Kurt.
Ja, also keine Antwort, ich nehme mal an, das ist jetzt ein Ja. Ja, frage ich jetzt auch einfach mal. Ah! Ist mal reingefallen hier. Ja, hier muss doch irgendwo noch eine Schmiede sein oder sowas. Wir können, ich nehme mal das ganze Weizen hier mit. Mach das mal. Wir haben uns gedacht, wir sind zufrieden. Was? Ist uns zu viel, machen 5 Minuten was. Ja, okay. Ja, okay, dann. Ja, ich nehme noch die Kartoffeln mit. Oha. Ey, wir haben so viel Glück, das glaubst du gar nicht. Ich will einfach nur nicht jetzt am Anfang sterben. Oh, da sind Bücher, Mann, so gut. Oh. Die nehme ich gleich. Die sehe ich schon wieder nicht. Ich bin, wir sind auf jeden Fall noch im Dorf, oder? Also, ich meine, dann werden wir es schon wieder finden. Ja, ja, klar, stimmt. Das nervt übelst mit diesen Dorfbewohnern. Ho, ho, ho. Wollen wir da hinten hingehen, da wo die ganzen, die Savanne ist? Wer ist jetzt außerhalb der Map? Hier. Wer ist jetzt außerhalb der Map? Ich. Ja, hä? Was? Ja, keiner hat gesagt, dass wir da nicht raus dürfen. Letzte Minute gleich, was? Ja, aber dann ist die... Oh. Wo bist du jetzt schon wieder? Ich bin immer noch im Dorf, ich bin jetzt gleich beim Brunnen. Beim Brunnen? Ja, sollen wir dann uns porten? Könnt... Ja, genau. Oh! Schlag mal. Wo bist du? Hast du... ich bin immer noch beim Brunnen. Hä? Ich wurde geportet. Ah, jetzt. Ja, ich bin auch geportet worden. Oh, okay, ja, wo bist du? Da bist du. Gut, lass es laufen. Lass es laufen. Oh Gott. Ja, ich wusste gar nicht, dass die Map so klein ist. Kiste, oder? Ja, vergiss die Kiste, das ist zu gefährlich, würde ich sagen. Das ist keine Kiste. Da können wir uns ja gar nicht weit runter bauen eigentlich. Da ist ein nicht Hexenhaus. Wirklich. Wo bist du? Ich bin bei so einem roten Hexenhaus gerade. Hey! Das ist aus Netherziegeln. Warte, ich schau da mal rein. Ich verstehe nicht ganz. Warte. Du das da hinten? Boah, ich hab ein Goldschwert, und ein Lava-Eimer. Oh ja, du bist das. Nee, das bist du nicht. Shit. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Namen gesehen, muss ich sagen. Aber ich... Ja, ich auch. Aber wo bist du, meine Güte? Da, ich dreh dich um, ich bin bei dem... Geh da runter, in den Wald rein. jetzt hab ich dich gerade auch nicht mehr. Ich sneak gerade... Wow, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Hä? Ich bin gerade wieder am Spawn, ne? Achso, okay, gut. Ja, warte, dann komme ich da auch, glaube ich, in die Richtung. Dann, warte mal. Ja, ich komme auch einfach in die Richtung. Ich hoffe, ich sterbe nicht auf dem Weg dorthin. Ich sehe aber einen anderen Namen. Was? Ich sehe einen anderen Namen. 70 irgendwas Place oder sowas? Ja, 70 Place. TP Place. Ja, wo bist du? Ich bin jetzt gerade bei dem... Und wäre fast in Lava reingefallen. Warte, da unten ist einer. Ich glaube, den... Ich bin noch am Spawn hier. Ja, ich sehe gerade da einen, warte mal. Ich weiß nicht, ob der sich gerade aufbaut. Ich bin gleich wieder beim Spawn. Da, jetzt, ich sehe dich. Dreh ich um. Oh, wo? Okay, warte, ich sehe dich. Bleib da einfach stehen. Ah ja, da, okay. Okay, gehen wir in den Ding rein. Dschungel, ja. Okay, Dschungel. Warte, da. Ich habe nämlich da hinten gerade noch einen Namen gesehen, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich gehe jetzt nicht gleich am Anfang auf den Boot. Boah, der ist echt cool, der Dschungel irgendwie. Der ist richtig cool. Erinnert mich an so typische Survival Games, Maps. Okay, jetzt machen wir aber hier mal ein bisschen Ausrüstung. Ich würde mir eine Pickaxe machen. Ich würde ehrlich gesagt woanders hingehen. Wo bist du schon wieder hin? Wir dürfen schon wieder nicht die ganze Zeit... Ich bin hier, Dude. Ich hab dich gerade gesehen. Hier. Hinter dir. Ja, ich weiß schon. Ich wollte nur kurz hier raus, weil ich sehe hier nämlich gar nichts. Ich sehe da hinten Glowstone. So. Ich gehe mal zu dem Glowstone hin. Was ist das? Da geht's runter. Sollen wir da rein? Wo? Ich gehe da jetzt rein. Das ist so Slowstone. Nein. Slowstone, sag ich fast. Ein Glowstone. Ach, dieses... Ja. Warte, ich nehme jetzt den Glowstone mit. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich nehme ihn einfach mal mit. Okay, mach das mal. Ich brauch. Das ist bestimmt irgendeine Kistenfalle oder so. Stimmt. Ich, mach mir mal ein bisschen Zeug. Nee, ich habe ja gar nichts Großes. Doch. Okay, ich gehe da mal in den Boden rein hier hinten, ja. Aber pass auf, man kann da glaube ich nicht weit in den Boden rennen. Ja, ich guck schon. Oh, ich sehe da wen. Ich habe gerade irgendeinen mit einem gelben Skin gesehen. Also Obacht. Hey, ich sehe da schon wieder einen Namen. Wer ist denn das? Ich sehe da voll viele Namen. Oh, und hier kommt man schon wieder so weit runter. Ist das schon... kommst du zu mir? Hier? Ist das schon ich bin hier am Main. Ja, da kommt man gar nicht tief rein. Warte mal. Ja, es ist irgendwie seltsam. Ein bisschen seltsam. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass die Map etwas tiefer wird. Ist, ja.
Ja, also die war, die ist recht klein irgendwie. Ich hab mir die ganz anders vorgestellt. Aber okay, wir machen was draus. Und siegen. Behaupte ich. Vor allen Dingen, das ist alles Kobbel. Warum ist das Kobbel und kein normaler Stein? Da, ich sehe diese Tessie. Komm raus, komm raus, komm raus. Scheiße. Ja, ich versuche. Ist die. Da, die hat ein Holzschwert. Die kloppe ich jetzt. Mach das. Ich hab sie getötet. Cool. Einer weniger. Einfach mal klatschen. Ja, ich hab mir gedacht, bevor die jetzt dann so stark wird, das ist zwar jetzt ein bisschen fies, aber kann man nichts machen. Ich hab mir mal eine Steinpickaxe gemacht. Wollen wir mal da hinten zu diesem komischen Teil da? Ja, aber aufpassen. Ja. Immer vorsichtig. Wir sprinten besser nicht, oder doch viel mehr. Oida, und da ist schon der nächste tot. Jetzt sind wir gar nicht mehr so viele, muss ich sagen. Da, ich sehe auf jeden Fall eine Kiste. Ja, von wegen 2-3 Stunden wird das dauern, also... Das wird nicht... Warte. Okay, die ist schon ausgeraubt worden. Boah, das hat gerade ein bisschen beim Blick geleckt. Ja, bei mir war es auch gerade. Da oben fliegen die anderen beiden. Ja, nur so als Information, das sind keine Spiele. Nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, oh, wie du... Nee, das sind die Spielleiter. Die beiden Spielleiter, genau. Ja, wollen wir jetzt mal woanders hingehen? Hier in den Wald rein, würde ich sagen. Ja, da sehe ich noch nicht so viel, beziehungsweise... Hä, haben wir Kohle? Ja, wir haben also noch nicht mal Kohle. Einfach in den Boden graben. Wir müssen jetzt wirklich mal Eisen oder sowas finden. Oder gibt es das hier überhaupt? Weiß ich nicht. Lass mal hier. Obwohl, was? Ja, schau, die Map geht gar nicht so weit runter. Das ist einfach nur oberflächlich. Nee, dann lass uns einfach mal in die Richtung hier gehen. Warte, gehen wir in die Richtung, wo ich vorher war, bei den, bei dem Wald da, weil da war das relativ, sah das relativ vielversprechend aus. Irgendeiner hat's rausgehauen, oder? Achso. Das war aber ein Spielleiter. Achso, okay. Gut. Das ist eine Höhle. Da wäre ich aber vorsichtig. Das so Zeug, so Spinnenweben. So. Ja, da wäre ich vorsichtig. Obwohl, wenn wir die Spinnenweben weghauen, dann... Ja, wir können ja vorsichtig sein, warte mal. Mit dem Schwert geht das eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, sind da Druckplatten? Oh Gott, ich hab so Schiss, sag ich dir. Nee, lass rausgehen, das ist mir zu gefährlich. Da ist eine Kiste, warte. Echt? Ja, ich hab 3 TNT, Melonen, Cooked Steak, Oakwood Planks und Spawn Spider. Sehr schön. Ich hab Spider-Eggs gefunden. Hä, regnet's jetzt? Oh mein Gott, es regnet. Ich hab Spawn Spider-Eggs gefunden und TNT. Ja, ich hab Wolf, so Wolf-Eggs. Ich sehe hier irgendwie nicht so viel, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt dann raus. Boah, ich hab einfach so viel unglaublich. Das ist so laut, ich mach kurz mal... Ich hab gar keine Rüstung. Ich mach mal Kohle, die... Kohle wäre, glaube ich, ganz gut. Leiser. Was, Kohle? Hast du Kohle? Nein, hier ist Kohle. Und da hinten, was ist das? Ist das Eisen oder ist das Gold? Ach, die Map, die Truhe hast du aus. Hier ist Eisen. Hier sind 3 Eisen. Hier ist Gold. Ja, ich weiß, aber hier ist auch Eisen. Da ist auch Eisen. Wir können uns Eisenschwarte machen. Okay, sehr geil. Soll ich den Eingang zubauen? Nee, dann sehen wir erst recht nicht. Nee, wir haben ja... Muss das erstmal aufbauen. Hey, Moment mal, ich habe ja Glowstone. Ich bin ja ein Held. Ich bin so froh, dass ich mir den Glowstone mitgenommen habe. Warte, ich stelle 2 Glowstone-Dinger auf. Ja, Mann, like a boss. Oh, da ist Lava drunter. Okay, das war wohl doch eine Falle. Ja, ist doch klar, da drüber ist ja ein Vulkan. Ah, ja, stimmt. Warte, lass das irgendwie eindämmen oder versuchen. Ja, ich habe hier Sand. Ich glaube, ich baue den Eingang zu. Ich baue jetzt wirklich den Eingang zu, weil es ist mir zu gefährlich gerade. Viel zu gefährlich. Und dann lass es hier aus. Wow. Es ist sehr ungünstig mit Lava. Warte. Abbauen und dann ganz schnell danach einen Dirtblock hinterher setzen, dann geht's. Habe ich den bekommen? Nein, man kriegt die irgendwie gar nicht. Also das, ich habe gerade einen bekommen. Hast du einen bekommen? Einen Eisenblock. Ja. Oh, warte. Okay, ich baue den ab und dann. Warte, geh mal weg. Nein. So. Oida. Hä, der ist jetzt auch verbrannt. Warum? Ja, meine ich ja. Wir müssen erstmal drum rumgraben und das dann irgendwie eindämmen hier. Die Lava. Oh, okay, hier ist kein Lava. Schau mal. Ja, da ist aber auch nur Kohle. Ja, was heißt nur Kohle? Kohle ist auch okay. Irgendwas brauchen wir zum Erleuchten. Behaupte ich jetzt einfach mal. Versuch du da mal ans Eisen ranzukommen. Ich hole mir das andere Zeug hier.
Da kommt halt davon, wenn man... Das kommt halt von, wenn ich merke, dass PvP schon läuft. Hä? Wieso denn? Was ist denn passiert? Weiß nicht, das hat jemand im Chat geschrieben. Ja, warum? ich stell mal kurz ein paar Fackeln her. Oha, ich hätte es nicht gedacht, dass das so schnell geht. Also, wow. Hier ist wow. Noch Kiste, hast du wow, wow, wow. Nee, hä, da hinten war ich noch gar nicht. Hier ist noch... Aber da ist Lava drüber. Aufpassen, aufpassen, warte mal. Ich habe jetzt 32 Fackeln, warte, ich gebe dir mal. Hilf mir mal, nicht, dass die Kiste verbrennt oder so. Wow, wow, ich weiß wow, nicht, ob die das kann. Schnell, schnell. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, oh nee, das gibt... Oh, Mist. Oh nein. Weil man muss es halt drüber, Shit, shit, shit. Ja, da brauchst du doch kein, Holz hinbauen, das verbrennt doch. Oder? Ja, stimmt, aber ich hab nichts anderes. Ja, ist ja wurscht. Lass das mal zubauen. Nein! Nein! Hast du Wasser? Hast du Wasser? Ich hab einen Eimer, ich hab einen Eimer. Wenn wir Wasser finden, kann ich dir... Warte, ich sterb nicht, ich sterb glaube ich nicht, oder? Oida! Hör auf! Hör auf! Hör auf zu brennen! Einfach auf zu brennen! Schon. Bitte, bitte, bitte! Hast du Hunger? Es ist sauer, hat aufgehört. Hast du Hunger? ich hab gar kein Essen verloren! Ich hab genug zu essen, oh Gott, hab ich gerade Angst bekommen! Boah, ich hab auch, ich weiß ich hab grad so den Schock meines Lebens bekommen. Das wäre gerade so beschissen gewesen, weil ich mir echt gedacht habe, ja, voll der gute Anfang und dann sowas. Weil ich hab, glaube ich. Das wäre so bescheuert gewesen. Warte mal. Wow, oh, pass auf, pass auf, pass auf, ich hab grad richtig hart verkackt. Bei dem Cobblestone setzen. Oh no, oder? Nee, das reicht trotzdem. Boah, aber ich wäre echt dafür, dass wir... Da muss noch ein Block drüber sein, weil wir müssen die Kiste öffnen können. Ach ja, da ist ein Cobblestone-Block drüber. Oh! Warte, ich schau jetzt gerade mal, ob da schon das Ende von der Welt ist. Ich glaube, ich baue jetzt mal ein bisschen Cobblestone ab. Damit wir da warum das... kann ich die Kiste nicht öffnen? Ist das, weil da Lava drüber ist? Es kann sein, ja. Beziehungsweise, wenn irgendwas drüber ist, glaube ich, kann man nicht meine Truhe öffnen. Das ist ja bescheuert. Warte mal, dann versuche ich die Lava hier irgendwie doch zu dämmen. Oh, scheiße, ist das... Ich organisiere uns gerade ein bisschen Cobblestone, damit wir das ordentlich zumachen können. Nein, ich brenne auch. Aber das tötet dich nicht, glaube ich. Gib mir bitte mal deinen Helm. Dann nehme ich weniger Schaden. Schnell, schnell. Da. Ich weiß nicht, vielleicht hat dein Helm dich ja auch gerettet. Hey, du lebst okay. Noch. Du kriegst ihn wieder. Ah, oh. Cool. Alter, cooldown. Shit. Ich brenne mal kurz das eine, hatten wir nicht eine, einen Ofen? Yeah, Mann. Gugara hat den Erfolg Ofen. Nee, heiße Angelegenheiten. Ja, aber ich hab auch... Er hat den Erfolg Ofen. Da, ich hau da jetzt mal ein bisschen Ding rein. Wow. Boah, okay. Scheiße, wir haben das Eisen irgendwie nicht bekommen, ne? Hab nur ein Eisen. Denkst du aber, warte mal, ich versuch das jetzt nochmal mit dem... Vielleicht ist bestimmt was Gutes in der Kiste drin, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich hoffe doch, sonst wird sich der ganze Aufwand hier nämlich nicht lohnen. Und nee, ich hab irgendwie... Ah, ich kann sie öffnen! Ich hab alles... Oida. Warte, ich muss gerade irgendwas rausschmeißen, das sieht's hier, braucht keinen Arsch. Werfbarer Trank des Schadens, werfbarer Trank der Stärke, Trank der Unsichtbarkeit, das ist sehr geil, werfbarer Trank der Vergiftung. Warte mal, ich geb dir jetzt einfach auch mal was. Hier, du nimmst den da, kannst den da nehmen und damit der Vergiftung am besten. Dann habe ich jetzt noch einen, der unsichtbar macht und einen, der stärker macht. Ah ja, genau, ich geb dir gleich nochmal ein paar Fackeln. Fuck, warte. Da. Ja, dann können wir eigentlich wieder hier rausgehen. Halt, Moment. Oh nee, wir bräuchten ein bisschen Eisen. Dann könnten wir uns eine Eisenpickaxe machen, dann könnten wir das Gold abbauen. Ja, aber wofür brauchen wir das Gold? Ja, stimmt, denke ich auch. Da ist doch besser, direkt ein Eisenschwert zu machen, oder? Ja, okay, da können wir halt für später dann auch anderes Zeug abbauen. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir langsam wieder aus der Höhle raus. Weil hier finden wir ja eh nicht. Ich nehme nur mal den Glowstone mit. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir raus. Vier Spieler, scheinbar zwei Teams. Ja, ich hoffe, wir laufen den. Vier Spieler. Wir sind noch vier Spieler. Ich sehe da oben den Fliegen. Gott, da draußen sind Creeper. Okay, wir gehen. Wir hauen ab. Ich würde scheiße. Vor allem, oh Gott. Okay, wir gehen hier rein, wir machen YOLO, gehen hier rein. Hier ist bestimmt, hier sind bestimmt gute Sachen. Also gefährliche Gebieten. Ich weiß nicht, ob da unter jedem Vulkan was ist. Ja, ich weiß es halt nicht, aber man kann halt gucken. Warte, ich guck mal. Vielleicht einfach mal hier reingraben oder so. Vielleicht ist hier ja was drin. Ja, hier ist, Ich grab auch gerade hier so YOLO in irgendeinem
Teil rein. Aber da ist ein Creeper drin, da ist ein Creeper drin. Ja, hinter dir ist auch noch einer, pass auf. Boah, hinter mir. Oh. Verdammt. Hinter dir ist einer. Ja, lass woanders hinlaufen, das ist zu gefährlich. Okay, warte, der geht jetzt bestimmt in die Lava. Oh Gott. Wo bist du? Da, ich bin zum Edge, zur Edge of the World, hinter dir, da, genau. Sind die am Tag auch? Oh, ich sollte was essen. Hinter dir ist noch der, der ist schon weg. Gut, dass ich genug zu, es ist echt gut, dass wir genug zu essen haben. Aber ja, so von der Ausrüstung her haben wir halt wirklich noch echt nichts Besonderes. Vielleicht mal hier in den Berg reingraben, vielleicht ist hier noch was drin. Irgendeine Höhle oder so. Ein Creeper, ja, lass echt mal ein bisschen. Hier ist nur ein Lavasee drin. Okay, dann ist es Schwachsinn. Da ist ein Creeper, da sind noch mehr Creeper. Okay, die verschwinden anscheinend am Tag nicht. Da ist eine Kiste drin, das ist eine Ja, Kiste ich weiß drin. Schon, da war vorher war schon einer dran, glaube ich. Was, da ist nämlich vorher die ganze Zeit einer rumgelaufen. Warte mal, ich gehe jetzt hier gerade mal. Oh, hier ist ein Spieler, oh, der hat Kettenrüstung. Oh, und ich sehe ihn. Hä, Oida, der hat einen Verdingsbahn. Warte, ich greife ihn von hinten an. Verzauberten Bogen, ja. Nein. Oh Gott. Ich lauf weg. Oh Gott, ich bin einfach nur Oida. Oha, ich bin gestorben. Ja, aber wir haben kaum Ausrüstung. Wir haben richtig gut Nahrung, aber keine Ausrüstung. Ja, ich bin ja tot. Kann man sich nachher noch spectaten? Ich, hier ist ein Skelett. Okay, ich hau ab. Kann man sich nachher noch spectaten? Ich denke schon, ja. Hey, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier gespawnt bin. Krass. Naja, dann war es das von meiner Seite ja auch schon. War zwar eine kurze, aber knackige Runde. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.